Der Capitano wird verabschiedet heute Abend. Ich bin mir sicher, der DBB hat ein geiles Tribute-Video vorbereitet. Robin hat ja wirklich unfassbare Momente erlebt im DBB-Trikot mit wichtigen Würfen bei Turnieren als junger Kerl, mit Olympia-Quali und so weiter. Ich bin mir sicher, dass seine größte individuelle Errungenschaft nicht dabei ist. Und die fand statt 2021 am Spiel in Montenegro. Dadurch, dass nur sehr, sehr wenige Menschen auch davon wissen und das wertschätzen können, was er da erreicht hat, möchte ich euch mit auf die Reise nehmen. Hier liegt er am Boden, Gliedmaßen gestreckt, eigentlich schon das eine klassische Benzing-Pose. Aber ich glaube, hier entscheidet er sich, oder vielleicht hat er hier schon das Gefühl, dass gleich was Großes passiert. So, wovon spreche ich? Wir sehen jetzt gleich den vollen Benzing. Der volle Benzing ist etwas, was so jetzt auch nicht unbedingt, was man nicht unbedingt kennt. Für den vollen Benzing braucht man vier Abschlüsse in einer Sequenz. Das ist eigentlich schon nicht möglich. Was dazu noch erschwerend hinzu kommt, ist, man braucht ein Layup, ein Post-Touch, ein One-Dribble-Pull-Up und ein Dreier. In einem Angriff. Wenn ihr sagt, das ist nicht möglich, dann denkt ihr zu klein. Weil nur jemand, der ein wirklicher Bucket-Getter ist, denkt, dass es möglich ist. Ja, er sieht die Lücke, also Lücke so relativ. Manche sagen, man sieht auch vielleicht Akpina. Aber Robin sieht eine Chance. Wo andere Verteidiger sehen, sieht Robin eine Chance. Und er greift diese Chance für einen Layup. So, check. Layup, check. Er hat den Ball nochmal. Also, vielleicht denkt er jetzt schon sogar an den vollen Benzing. Höchstwahrscheinlich nur an den halben Benzing, aber voller Benzing. Also ab ins Post. Erster Fake ist schon ein bisschen Daylight. Noch einen kleinen Ballfake. Nice. Und jetzt Fadeaway. Okay. Spätestens jetzt muss er wissen, das war schon nicht so schlecht, was hier passiert ist. Und sein Boy Wimberg ermöglicht, ich glaube jetzt, wenn ich jetzt reinzoomen könnte, jetzt weiß er, okay, der Ball ist noch heiß. Es gibt die Möglichkeit, zumindest auf drei Viertel des vollen Benzings zu schalten. Er muss sich quasi jetzt entscheiden. Was ist einfacher? Er braucht noch den One-Dribble-Pull-Up und er braucht noch den Dreier. Das heißt, guck mal, er reagiert auf den Verteidiger. Was gibt der Verteidiger? Oder die Verteidiger, sie geben natürlich auch nackte Spieler, aber das ist jetzt nicht wichtig. Wir wollen was Großes schaffen. Benzing. Also. Ja. In einem anderen Spiel geht der Ball rein und die Chance auf einen vollen Benzing ist für immer vertan. Ich glaube, selbst drei Viertel, ich bin mir sicher, dass ich in meiner Karriere nicht mal die drei Viertel geschafft habe, aber ich habe auch vielleicht immer zu klein gedacht. Wie das Schicksal es will. Kenny Ogbe. Kenny Ogbe rettet die Möglichkeit auf den vollen Benzing. Senkfelder weiß, auch wenn er es nicht weiß, ich glaube, er spürt es, dass eigentlich, wo der Ball hin muss. Denn der Ball muss nur hier hin. Akpina hat nicht verstanden, worum es geht. Akpina denkt, wir setzen jetzt nochmal nach drei Abschlüssen, versuchen wir nochmal den Ball raus und wir spielen nochmal, weil wir haben ja noch 11 Sekunden. Robin weiß was. Und auch wenn der Gegenspieler da war, Swish, voller Benzing. Voller Benzing. Voller Benzing. Das war drei Viertel. Ah. Nein, raus. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Das ist der vierte Wurf in einer Possession. Vor der Bank. Mann am Ball. Voller Benzing. Voller Benzing. Hut ab, Benziner. Danke für deine Arbeit in 167 Länderspielen. Und danke für den vollen Benzing.